So, guten Morgen und willkommen zurück bei Minecraft. Ja. Und ihr hört schon. Da war doch gerade was. Da war doch gerade was. Ich hab da was gesehen. Da war was. Spult doch euer Video zurück. Da war was. Ich hab da einen Fuß gesehen oder sowas. Hat sich hier wieder ein Enderman reingeschlichen. So. Hallo, grausame Welt. Ja, und Gratispfeile. Ach, und weil wir gerade die Axt noch dabei haben, da könnten wir hier noch den Zaun schnell wegpflücken, bevor hier wir hier in die Höhle gehen. So, und hier und hier. Und da könnten wir eigentlich das mal auch mal hier mitnehmen. Da könnten wir das. Wir brauchen so genau, hatte ich ganz vergessen, so ein Dings, Crafting Table. Das ist sowieso immer eine gute Idee, das mit dabei zu haben, wenn man in den Untergrund geht. Aber die Axt kann ich hier lassen. So, gut, dann sind wir gewappnet. Jetzt nochmal überprüfen. Creeper in der Nähe, Creeper in der Nähe. Nein, kein Creeper in der Nähe, sehr gut. Jetzt könnte ich eigentlich auch das Huhn da runterschießen. Aber das passt gut, das soll hier sitzen bleiben. Das kann ja auch nichts dafür. Höp. Wir könnten eigentlich auch hier runter. Ja, wieso nicht? Wir gehen einfach mal hier runter. Dann nehmen wir gleich mal hier das Eisen mit. So. Dann wäre jetzt aber klug, wenn wir ein paar Stufen dabei hätten. Eine Leiter. Die habe ich natürlich wieder nicht dabei. Ist ja eh klar. Soll man auch mit einer Leiter. Wie ging denn die nochmal? Die ging hier so, 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 so und so. Ja. 16 Stück Leitern. Ach, da geht sich noch eins aus. Eins geht noch. So. 18 Leitern, das passt. Und da graben wir hier uns mal nach unten durch. So. Also, wie kann man denn hier am besten runter? Ich würde sagen, einfach so direkt gerade nach unten. So, jetzt hier. Langsam, langsam. Langsam. So, genau. Hüpp. So. Und eigentlich könnte ich hier ja schon. So, ha. Dann graben wir jetzt einfach mal hier durch. Auch schön, Untergrundexpeditionen. So, dann nehmen wir hier auch gleich die Kohle mit. Wenn wir schon dabei sind. So, sehr schön. Da haben wir ja wieder genug. Das reicht dann wieder für 300 Jahre. So. Wunderbar. Nehme ich hier den Cobblestone auch gleich mit. So, aber ich möchte hier zum Eisen. Das wäre mir ein sehr großes Anliegen. So, aber hier mache ich erstmal so plopp. Oder noch besser, ich mache hier einfach. So, ha. Das funktioniert nämlich noch besser. So, hopp. Und dann mache ich jetzt da unten. So, der kommt mal rauf. Nicht, dass ich mir aus Versehen die Lava über die Füße schütte. So, sehr gut. Und dann hier noch. Ja, passt. Und uah. Der Tod kommt von oben. Und das sind wir. Und hier haben wir eine Leiter falsch gesetzt. Die nehme ich natürlich mit. Komm her. So. Wow. Was ist denn das für ein Schacht? Das ist ja der Arsch der Welt. Oha.
So habe ich denn... Nein, ich habe natürlich nicht noch einen Eimer mitgenommen. Warum auch? Wieso sollte ich auch zwei Eimer mitnehmen? Ja, den hole ich jetzt noch schnell. Den zweiten Eimer. Da es einfach praktisch ist, wenn man immer... Ach, das eine Huhn hat wieder ein Ei runtergeschissen. Natürlich, warum auch nicht. So. Wir sowieso rein müssen. So. Wir hatten doch noch einen zweiten Eimer. Hatten wir keinen zweiten Eimer? Ich dachte, wir hatten noch einen zweiten Eimer. Verdammt. Warum haben wir keinen zweiten Eimer? Ich war mir jetzt so sicher, dass wir einen zweiten Eimer hatten. Naja, egal. So, also nochmal runter. Ja, so. Ja, dann bauen wir uns jetzt hier mal einen hübschen Weg aus Cobblestones nach unten. Dann baue ich das einfach zu. Nein, so. Ja, gehst du weg, du Wasser. Wo fängt denn das an? Hier. Ach, jetzt ist. Jetzt verschwindet's. Wunderbar. So. Jetzt werde ich mal den Weg nach unten beleuchten. Ich finde das eigentlich immer eine gute Methode. So, eigentlich den Weg zu beleuchten. Da kann man sich eigentlich die Fackeln sparen. Relativ gut hier. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal rüber. Geht's hier rüber. Und wo komme ich denn da am ehesten hin? Da. So, dann fließ mal nach unten, du Lava. Strom, du. Wenn ich mir einen Weg hier nach unten durchholze. So, hier. Na, komm ran hier. So. So, hier mache ich auch noch eins. Damit wir hier schön nach unten kommen. So. Wow. Ja, das ist ja ein schöner Schacht nach unten. Da heißt die Shift-Taste nicht loslassen, denn sonst segeln wir da runter. Und wie ihr ja wisst, wir spielen ja im Hardcore-Modus, dann ist vorbei. Dann war's das. Mit diesem Let's Play mal zumindest. So, deswegen mache ich mir hier jetzt noch so, so. Ja, das hat schon seine Gründe, warum ich das mache. Gerade im Hardcore-Modus muss man umso vorsichtiger sein. So, jetzt habe ich hier ein schönes Geländer. Wie man so schön sagt. Da kann ich hier nicht runterfallen. So. Ah, jetzt wisst ihr, warum ich das beleuchtet habe. Mit der Lava. Das geht nämlich hier so, nämlich wesentlich besser. Gut, wie mache ich denn das? Das mache ich jetzt einfach mal so. Und das hier ist eine lange Wand nach unten, da könnte ich dann eine Leiter machen. So, das heißt auch mal, ich mache ich so, hier mache ich dann so und hier mache ich so, mache ich hier noch so und so und so und so. Ja, ah, perfekt. Gut, hier mache ich jetzt das Teil da weg und so, jetzt kein Fehler. Jetzt, ja, auch das ist... Wisst ihr was, das ist eine Scheißidee. Das ist echt eine Scheißidee. Ah. Ich glaube, so runterzugehen ist wirklich eine Scheißidee. Wenn mir da einmal die Taste auskommt, dann segel ich da runter. Wie mache ich denn das? Ich mache mir einen Wasserfahrstuhl nach unten. Das ist, glaube ich, im Moment mal das Sicherste. Und mache mir dann mit der Leiter einen Fahrstuhl nach oben. Eine Treppe nach oben. Das ist, glaube ich, die bessere Variante hier als einfach
Da wir jetzt versuchen, eine Leiter runterzubauen und zum Schluss funktioniert es nicht. Und warum geht dieses Wasser hier nicht so, wie es soll? Nein! So kann ich das da nicht wegnehmen. Kann ich hier? Nein. Och, was hat denn dieses Wasser hier? Was hat denn das? Hallo? Blödes Wasser. Gehst du weg? Nein. Och, was hat denn das? Ich will nicht, dass hier so ein Strom mitten im ruhigen Fluss ist. Das sieht euch das mal an da. Verstehe ich nicht. Kann ich hier vielleicht so? Ah, jetzt. So, und jetzt wird's dunkel. Och, Mann. So, das heißt mal für mich hier runter. Und runter, runter, genau. So. Ich sollte hier auch noch was bauen. Das ist mir nämlich auch zu gefährlich hier. So, mache ich das hier so, so. So, so, so. Da kann ich hier rund um die Ecke laufen. Und dann hier. So, genau. Kann ich hier schön so... Oh, das war natürlich verkehrt jetzt. Ja, so hoch brauche ich aus wieder. Brauche ich es auch wieder nicht, aber egal. So, das passt schon. So, da kann ich hier schön runterlaufen und dann hier darunter. Ja, wunderbar. So funktioniert das. Da geht's runter. So. Gut, also jetzt baue ich mir da meinen Wasserfahrstuhl nach unten. Das heißt, ich schmeiße jetzt gerade mal die Stüfchen runter. Hier, die... Ihr wisst schon, die Dings. Die Dingens. Oh nein, ach, zu viel. Zu viel des Guten. So. Aber so kann ich tun. So kann ich hier... Oh, oh. Geh weg, geh weg. Gehst du weg? Ja, jetzt geht's. Oh, auftauchen, auftauchen. Oh. Ich dachte schon, jetzt segeln wir runter. Diese verdammten Leitern. So, hat das funktioniert? Ich muss jetzt mal von außen schauen. Hat denn dies jetzt funktioniert? Ja, wunderbar. Da macht die Lava uns das Licht nach unten und... Oh, das Wasser macht uns hier jetzt den Fahrstuhl nach unten. Gut. So, hopp. Aua. Ja, sieht doch gut aus. Und von unten bauen wir uns dann einfach wieder nach oben. So, da haben wir schon eine dunkle Höhle und Eisen. Na wunderbar. So. Das heißt, ich rupfe mir jetzt hier mal das Eisen raus. So. Mich wundert es eigentlich, wir haben das Eisen jetzt doch relativ schnell verbraucht eigentlich, das wir hier so gefunden haben. So, und hier mache ich mal so einen Zwischengang. So, auch da haben wir auch noch Eisen, jawoll. Und Kohle. So, ja, jetzt heißt es wieder Rohstoffe abbauen. Ja, bitte und keine Fragen, auf welchen Schwierigkeitsgrad wir natürlich hier im Hardcore-Modus spielen, denn wer es noch immer nicht weiß, Hardcore-Modus ist der härteste Schwierigkeitsgrad, fix. Den kann man nicht verändern. So, Gold, ich sehe Gold. Da müssen wir an der Lava vorbei. So, dann graben wir uns hier einfach mal durch. Und, oh, da ist viel Gold. Sehr viel Gold sogar. Nicht mal bewacht. Also, hier. Mann, das ist ja eine richtige Goldader. Das ist sehr, sehr schön. Man kann
übrigens auch mit Wassereimern immer super sich so Wege absperren. So wie hier unten zum Beispiel. Hier braucht man nie Angst haben, dass irgendwas von unten raufkommt. Weil das Wasser ja schön nach unten fließt. Und ach, hier sind wir. Einfach nur rundherum gebraucht. Und alles, was darauf fiel, das wird dann einfach runtergespült. Funktioniert auch sehr, sehr gut. So. Hier könnte man uns eigentlich so eine kleine Zentrale einrichten, könnte man fast sagen. Ein kleines Lager. Ich meine, für uns spielt es ja sowieso keine Rolle, ob wir hier das Zeug verlieren oder nicht, wenn wir drauf gehen. Denn ihr wisst ja, wenn wir drauf gehen, dann ist sowieso alles weg. Auch das Level. Aber egal, wir machen uns trotzdem einen kleinen Safe Point hier. Wo wir vielleicht schon mal schlafen können oder sowas. So, und weil ich es gerade so schön finde. Ha! Wie im Haus. Da fühle ich mich, als wenn ich mal in meiner Wohnung wäre, da oben in meinem Haus. So, ja, sehr schön. Ha! Passt doch. Wir hätten mehr Holz mitnehmen sollen, eindeutig. Ja gut, jetzt müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Da mache ich noch einen Ofen rein. Und ich höre ein Skelett. Was natürlich jetzt, ja, bisschen mir zumindest ein bisschen suboptimal ist, aber egal. So, ich brauche jetzt hier mal. Ach, ja, egal. So, und zwar eine Tür brauche ich hier. Tür, 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 Tür. So. Und die Tür jetzt bitte. Ja, mache ich so. Dann mache ich hier noch so ein Stüfchen rein und fertig. So. Nein, da nicht. Da wollte ich es doch gar nicht. So. Und dann mache ich mir auch noch eine Kiste. Am besten gleich zwei. Dann haben wir hier eigentlich genug Platz. So. Die können wir ja hier hinstellen. So. Wunderbar. Ja, wie gesagt, zum Safen haben wir die Kiste ja nicht, aber um in unserem Inventar den größtmöglichen Platz zu halten. So, und ich mache jetzt wieder einen Cut, denn ich überziehe schon wieder, wie ich gerade sehe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.